Die nächste Gruppe bleibt quasi im Off. Ihr hört also jetzt eine, also ihr hört jetzt die Stimme einfach aus dem Off, seht aber die Präsentation ganz normal. Jemand müsste trotzdem den Laptop anschließen. Genau, super. Also, die nächste Gruppe heißt Can I be doxed? Und beschäftigt sich ganz grob mit dem Thema Datensicherheit und spezifischer mit, welche Daten können eigentlich von mir über Online-Accounts ausgelesen werden. So. Und ihr dürft euch gerne einmal vorstellen und mit eurer Präsentation beginnen. Vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Genau, also ich Ach bin so, stimmt. Elias. Eigentlich hätten wir noch klatschen müssen. Aber okay. Ihr denkt euch das Klatschen. Ich bin Philemon. Und ich bin Elias und wir haben hier noch jemanden, dessen Namen nicht genannt werden will. Also, wir haben uns mit den Problemen beschäftigt von privaten Daten auf sozialen Netzwerken. Nämlich viele Menschen heutzutage haben extrem viele Social Media Profile. Ihre Daten sind mehr oder weniger quer durch das Internet verstreut. Und vielleicht möchten sie in einigen Profilen anonym bleiben. Und in manchen möchten sie vielleicht ihre Daten teilen, wie zum Beispiel auf Facebook, wo man vielleicht mit seiner Familie verknüpft ist, aber auf Netzwerken wie Steam oder so möchte dann man privat einfach bleiben. Und mehr oder weniger haben wir dieses Programm erstellt, um eben dieses Problem mit dieser Datenverteilung darauf aufmerksam zu machen, dass Leute vielleicht ihre Accounts so verlinken, dass man eben Daten über sie sammeln kann, obwohl sie es gar nicht möchten. Also, wie das nämlich funktioniert, ist, dass wir einen Account-Handle haben. Wir geben den dann ein. Und dann gucken wir einfach, ob in diesem Account andere Accounts verlinkt wurden und welche Daten überhaupt verfügbar sind. Beispiel ist, auf Facebook kann man zum Beispiel den vollen Namen von jemandem einsehen. Und der Sinn daran ist, wenn man halt seinen Steam-Account hat und dann aus irgendeinem Grund seinen Facebook-Account auf diesem Steam-Account verlinkt, dass man dann, dass es angezeigt wird, dass eben der volle Name, nur wenn man halt den Steam-Account hat, die Handle deines Steam-Accounts hat, kann man den dann einsehen. Und das kann man mit sehr vielen verschiedenen Daten machen, Adresse, E-Mail-Adresse und alles Mögliche. Und genau noch, was heißt denn doxed von Can I be doxed? Doxed heißt, wenn jemand im Internet Daten über einen sammelt, die jetzt öffentlich verfügbar sind oder vielleicht auch nicht, und die dann veröffentlicht, um einem zu schaden. Und eben, um dieses Doxen zu verhindern, muss man erstmal darauf aufmerksam machen. Und das wollen wir mit diesem Programm erreichen. Und jetzt zum Frontend. Genau. Vielleicht machen wir das gerade während der Live-Demo. Das Ganze ist soweit schon funktional. Genau, man sieht vielleicht, wir haben linke Hand dieses Eingabefeld, wo jetzt gerade eine Facebook-Account-ID eingefügt wurde. Dafür muss man dann natürlich noch auswählen, dass es ein Facebook-Account ist. Wahlweise kann man noch mit dem großen blauen Plus-Button weitere Accounts hinzufügen, um seine gesamte Social-Media-Präsenz abzudecken, falls vonnöten. Und theoretisch kann man damit Schabernack treiben und Accounts angeben, die einem nicht gehören. Es lässt sich schwer verhindern, aber vielleicht hält es einige Leute davon ab, das zu tun, wenn man erst einmal bestätigen muss, dass einem der Account gehört. Zumindest sind wir damit soweit möglich rechtlich abgesichert. Und dann kann man mal gucken, was dabei rumkommt. Das dauert einen Moment und wir sehen, bei diesem spezifischen Profil, was wir für die Demo angelegt haben, finden sich beispielsweise der volle Name.
den wir in dem Falle als kritisch eingestuft haben. Die Informationen sind alle quasi gewichtet. Also ein voller Name ist als kritisch gewertet. Oder eine Heimatadresse etc. Alles, was eindeutig auf eine Person schließen lässt. Sowas wie die Firma oder das Land, in dem man lebt, sind wichtig. Manche Sachen sind vernachlässigbar. Und alles, was wir nicht gefunden haben aus den Kriterien, die wir in unserem Prototyp versuchen zu finden, wird auch aufgelistet, um zu zeigen, das ist in deiner Social-Media-Präsenz nicht zu erkennen. Das hast du soweit richtig gemacht. Dann wird einem noch ein kleiner Score gegeben. Vielleicht wollen wir noch ein GitHub-Profil hinzufügen. Death Row Away. Genau. Das dauert jetzt ein bisschen länger, denn wir haben dort einmal den GitHub-Account und wir haben einen verknüpften Facebook-Account auf GitHub. Der wird gefunden, da ein Link angegeben ist. Und auch die Daten davon werden gescrapt, ohne dass die eigenen Daten tatsächlich verarbeitet werden. Das ist der Witz an der ganzen Sache, dass das Programm selbst die personenbezogenen Daten nicht verarbeitet. Es wird nur geschaut, ob was vorhanden ist. Sodass man halt tatsächlich ohne das Risiko, seine Daten irgendwo noch extra alle an einem Ort zusammenzubringen, schauen kann, hey, was kann man denn überhaupt von mir sehen? Und wie das Ganze hinter den Kulissen ausschaut, können wir euch vielleicht auch kurz erzählen. Genau, und zwar, wenn man so eine Anfrage hier sendet und dann halt einen oder mehrere Namen angibt, dann sendet man halt eine Anfrage an unseren Server, unser Backend, was in Spring, also mit Spring in Java gecodet ist. Und dieses Backend passt dann, also die Anfrage, und es fängt dann halt an zu scrapen, das heißt, es geht auf diese Webseiten der sozialen Netzwerke und zieht da die Daten raus. Zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses GitHub angeben, dann zieht es sich die Daten raus, was ist der Name dieses GitHub-Profils, beziehungsweise ist eine Firma angegeben, ist eine Timezone angegeben oder ist zum Beispiel in der Bio ein Link drin. Und wie wir hier gesehen haben, ist ja ein Facebook-Link in der Bio gewesen und der wurde dann rausgezogen und der wurde dann in dem Falle auch gescrapt, eigentlich. Und das Ganze verläuft rekursiv, das heißt, es geht theoretisch, egal wie viele Accounts man verlinkt hat, das sucht dann immer weiter das Programm, bis halt kein Account mehr verlinkt ist. Und somit könnte dann halt im schlechtesten Fall ein ganzes Netz entstehen an Accounts, die halt alle derselben Person gehören. Genau, dieses Scraping war allerdings auch eine Herausforderung am Anfang vor allem, da soziale Netzwerke vor allem nicht wollen, dass man das betreibt, auch unter anderem gegen Botnetze und so. Und es gab jetzt auch in dem Fall keine APIs, um diese Daten halt zu bekommen, kostenlos. Natürlich halt auch, damit man einfach nicht diese Nutzerdaten abgreifen kann, so einfach. Da hatten wir dann verschiedene Lösungen, je nach Implementierung. Also zum Beispiel bei Facebook brauchen wir Selenium, wo im Hintergrund dann ein Browser ausgeführt wird. Und während bei GitHub und Steam einfach HTML zurückgegeben wird, wenn man die Seite lädt, was schon die Daten enthält. Das ist zum Beispiel unser Selenium-Browser, der hier zum Beispiel unseren Facebook-Account abgerufen hat. Und das HTML wird dann halt verarbeitet und halt dann sozusagen immer weiter geschaut, gibt's noch was, und dann werden die Daten halt zurückgegeben an unser Frontend. Genau, das war eben unser Programm und es ist auch wichtig zu wissen, dass das Programm greift jetzt nicht die Daten ab, die werden jetzt nicht gespeichert. Außerdem wird nur das geguckt, was da ist, aber es wird nicht wirklich bearbeitet.
Also wenn da jetzt steht, dass der volle Name steht, wird er jetzt nicht in irgendeiner Variable gespeichert und wird auch nicht jetzt von dieser Software eben irgendwie bearbeitet oder so, sondern da wird einmal nur gesagt, da ist ein Name und vielleicht will man das ändern. Nämlich, was wir noch nicht implementiert haben, was noch im Blick in die Zukunft, was man machen könnte, ist, dass wenn man zum Beispiel auf diese Teile drückt, also City, Country, dann sehen wir hier so ein tolles Icon GitHub. Zum Beispiel, wenn man mehrere Accounts hat, zeigt es auch, woher das ist. Also, was jetzt nicht funktioniert hat, aber das ignorieren wir mal. Und der Plan ist, dass man draufdrückt und einem so ein Tutorial gegeben wird, wie man das jetzt ausschaltet oder welche Accounts man vielleicht anlinken muss, um eben anonym zu bleiben auf dem Netz. Und genau, das war unsere Präsentation. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Super cool. Echt richtig tolles Projekt auf jeden Fall. Noch eins jetzt nochmal zum Abschluss.